in Köln ist die weltweit größte Fachmesse für Fitness und Bodybuilding. Hier präsentieren sich über 1000 Aussteller aus rund 40 Ländern. Ralf Möller ist hier regelmäßig zu Gast. Der Schauspieler und ehemalige Mr. Universum feierte Anfang des Jahres seinen 60. Geburtstag und ist immer noch richtig gut in Form. Trainieren, gute Ernährung. Der Erfolg, wie man in Form ist, ist 70% der Ernährung. Der Rest ist Training und Workout und viel Wasser trinken. Also wenn ich in Los Angeles, wo ich ja lebe, fahre ich ungefähr so eine Dreiviertelstunde mit dem Fatbike, also Bicycle. Ist viel besser als Laufen, besonders wenn man in den 50, 60ern ist, Knochen und so weiter. Dann trainiere ich Bodybuilding im Gym. Und dann wird sich ernährt, meistens mit Oatmeal, sprich Haferflocken, Gemüse. Also ich bin so mehr auf der veganen Schiene halt auch. Ich esse so gut wie kein Fleisch. Schon mal hier und da noch ein bisschen Fisch und so und ein bisschen Hähnchen. Aber wie gesagt, man muss auch nicht von heute auf morgen alles umstrukturieren. Aber wichtig ist die Ernährung. Und das ist, wie gesagt, Kohlenhydrate runterhalten, Proteine hoch und so, dass es auch schmeckt. Man kann immer essen, man muss nicht hungern. Ja, durch Freunde. Mittlerweile haben wir 1,6 Millionen Menschen schon, die vegan sind. Hier in Deutschland ist es, und London und England ist es so ein bisschen von den Produkten her schon besser. In Amerika ist es hervorragend. Da würde ich mit dir den Impossible Burger essen oder andere Sachen. Da würdest du gar nicht sagen, wie vegan. Es ist ja nur eben alles pflanzlich. Viel Proteine. Und das muss man nicht von heute auf morgen, da muss man sich so rantasten. Ne? Aber wenn ihr jetzt, sagen wir mal, mit einem Salat und Fisch und Gemüse und ein bisschen leicht Hähnchenfleisch schon mal noch esst, ist das auch noch mal in Ordnung. Der reine Veganer würde das natürlich nicht machen. Aber wir wollen ja auch erstmal uns überhaupt in die Mut bringen, gesünder zu essen. Ich bin in Vitamin B12 oder Magnesium oder Mineralien oder so Sachen. Vitaminsachen kann man schon mal nehmen. Ja gut, für eine Mr. Universum-Wahl habe ich bis zu 4 Stunden am Tag trainiert. Jetzt, als ich dann mit 29, 30 aufgehört habe, Wettkämpfe zu machen, ich kam ja eigentlich aus dem Schwimmbereich, ich war früher Schwimmer gewesen, habe Kugeldiskus trainiert auch, geboxt, so Sachen, allerdings keine Kämpfe, sondern nur trainingsmäßig, kam dann zum Bodybuilding und habe auch während der Bodybuilding-Zeit, wo ich 4 Stunden trainiert habe, auch immer noch Herz-Kreislauf trainiert, das ist ganz, ganz wichtig. Das Training heute mit 60, ich bin am 12. Januar 60 geworden, ich kann es selbst nicht glauben. Damals haben die Leute gesagt, als ich 30 war, naja, Möller, wenn du mal 50, 60 bist, da werden die Bizeps bis zur Kniekehle hängen. Aber Leute, wie ihr seht, ist noch alles da und nichts hängt und alles ist noch fit und fröhlich. Man muss natürlich was dafür tun und ich trainiere heute so meistens auch schon mal 1 Stunde und wenn ich wenig Zeit habe, unterwegs bin, so wie jetzt also in Europa unterwegs, dann kann es auch mal sein, dass ich im Circle Training mache mit verschiedenen Übungen innerhalb von 45 Minuten. Aber irgendwas machen kann man immer. Ich habe einen Anzug immer dabei, beziehungsweise ich habe einen in Deutschland und einen in Amerika. Und auch so, wenn ich unterwegs bin, hat man so einen Anzug. Natürlich kann man trainieren. Bodyworkout, Liegestütze, Bauchübungen, das kann man alles machen. Aber wenn ich den Anzug habe und schalte dann den Strom noch an und so weiter, dann erreiche ich fast 100%. Das heißt, ich richtig verbrenne geht richtig gut in die Muskulatur rein. Man spürt das richtig. Ich kann die Bizepsübung machen, ohne dass ich Hanteln habe, sondern nur, wenn ich den Anzug anhabe, ja, ist die Kontraktion
der Energie, des elektrischen Zufluss auf dem Bizeps. Und dann ist der Widerstand da. Durch den Strom gibt es den Widerstand. Und den kann ich natürlich stärker einstellen. Und dementsprechend spüre ich dann halt auch, kann ich auch die Arme und alles andere trainieren. Das Gleiche auch mit Beine, Rücken, Po. Also man kann da schon, wenn man wirklich will, was tun. Und das Wichtigste, ob man nun mit 20 anfängt, meistens machen ja die alle das Sport, aber wenn ich 50 bin oder 60 bin oder selbst 70 und entscheide mich, was zu machen, es ist immer der tolle Tag, an dem man das erste Mal macht. Es gibt keine Grenze. Man muss natürlich aufpassen, man muss ein bisschen, wenn man Verletzungen hat mal oder es tut hier und da ein bisschen weh, dann kann man drumherum trainieren. Aber man kann was machen. Das ist wichtig. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Also sagen wir mal, ich kann eher auch Fett verbrennen und kann mehr eine Definition auch aufbringen. Natürlich muss ich mich um so große Muskeln, die brauchen natürlich Proteine, die brauchen die richtige Ernährung. Das ist ganz klar. Nur allein, dass ich den Anzug anziehe, wenn ich fett bin, kann ich das Fett verbrennen und kann schneller muskulöser werden. Man kann auch natürlich Muskeln aufbauen. Das muss ich dann aber in Form auch von Proteinen machen und auch dementsprechend mich ernähren. Und auch mit dem Anzug. Aber wie gesagt, der Anzug ist ja auch nicht nur da, dass er einen quälen soll oder man sich selbst quält. Wenn man den ganzen Tag zum Beispiel gestanden hat oder gesessen hat, kann man den Anzug anziehen. Er hat eine tolle Rücken- und Po-Massage im Rückenbereich. Das ist richtig entspannend. Oder zur Reha ist er natürlich auch gut, wenn man Sportverletzungen hatte. Angenommen, man konnte jetzt nicht trainieren für lange Zeit. Oder Leute haben lange und liegen im Krankenhaus oder sind bettlägerig in irgendeiner Form, gerade auch ältere Leute. Da könnte man natürlich und kann man den Anzug gut anziehen und kann trotzdem die Muskeln, auch wenn Ältere nichts mehr sowas machen können, die Kontraktion ist dann wichtig. Ja, kann man. Man muss sich trainieren. Oliver Pocher sagt, er geht nicht ins Gym, aber er wird den Anzug trainieren und damit fit machen. Das hat er recht. Es gibt viele, die den Anzug nur nehmen und dann ihre Kraftübungen machen und so Sachen. Nicht jeder will der Mr. Universum werden. Oh Gott, ja, damals habe ich bestimmt 5.000, 6.000 Kalorien am Tag gebraucht, aber gute, verwertbare. Da habe ich ja auch mit 200, ich habe 245 Kilo im Bankdrücken gemacht, 4-5 Wiederholungen. Ich habe mit 180 10-12 Wiederholungen gemacht, Kniebeuge mit 280, 270 Kilo. Da verbrennst du natürlich auch und trainierst natürlich ganz anders. Ich zähle heute weniger die Kalorien, ich gehe auf die Waage oder am besten morgens soll man es machen. Und dann schaue ich mich im Spiegel an und man spürt das schon, da brauche ich ja dann keine, da sehe ich also schon, wo die Partien sind, die ein bisschen Arbeit brauchen. Also ich muss sagen, ja gut, ich habe 136, 138 Kilo manchmal außerhalb der Saison gehabt, aber auch nicht aufgrund der Muskulatur und der Masse. Ich habe beim Wettkampf damals die ersten in Tokio in Japan vom IOC, Olympischen Komitee, wurden wir getestet. Das waren die ersten Weltmeisterschaften, die auch inoffiziell Mr. Universum anerkannt waren. Mit mir 86, da habe ich 129 Kilo gewogen. Und ich habe dann immer so ein Gewicht auch in den letzten Jahren gehabt, so von 125, 127. Und seit den letzten 2 Jahren bin ich so auf 114, 115 Kilo. Und das ist auch ein ganz gutes Gewicht, wo ich gut zurechtkomme. Das heißt, man hat eine Definition, das halte ich auch. Hat aber auch mehr mit der Ernährung zu tun eben halt, ne? Na gut, wenn man einiges erreicht hat, gibt man auch gerne was zurück. Ich habe selbst 2 Töchter und es gibt viele Jugendliche. Ich habe die Hauptschule, das habe ich mit Ursula von der Leyen gemacht damals. Starke Typen, vor 10 Jahren angefangen und seitdem mache ich das auch nach wie vor. Gehe an Hauptschulen. Wir hatten verschiedene Minister, Präsidenten dabei gehabt, die das unterstützt haben. Die Unternehmer werden eingeladen an den Schulen, die Schüler und Schülerinnen stellen sich vor, kriegen Praktikumsplatz und da haben sie die Chance zu zeigen, dass sie mehr drauf haben. Sport in jeder Hinsicht ist toll. Man lernt, den Schmerz zu überwinden, auch in Schmerzzonen zu arbeiten. Wenn ich sage, ich mache 7, 8 Wiederholungen, dann soll man nicht ablegen, sondern
wenn es dann so ein bisschen weh tut, muss man noch 4-5 Wiederholungen machen. Ja? Und das kann ich auf meinen Job beziehen. Wir haben im Berufsleben, in der Schule, wo immer wir sind im Leben, klappt nicht immer alles so, wie es klappen sollte. Und dann soll man nicht aufgeben, dann soll man nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern soll rausgehen, soll an sich glauben, soll wieder Gas geben, wieder es versuchen. Es gibt immer wieder Wege. Also der Sport an sich, ob Einzel- oder Mannschaftssport, hilft einem in vielen Situationen und Lagen. Das muss nicht Kraftsport sein, das kann Gymnastik, das kann jegliche Art von Sport sein. Wichtig ist, dass man körperlich was macht. Weil mehr und mehr sitzen die Jugendlichen vor dem iPad oder vor den Spielgames und so weiter und machen kaum noch was. Die Zahlen sind alarmierend. Wir haben damals von 10 Jugendlichen waren vielleicht 2 überfettet. Heute haben wir 8 von 10. Klar, die Eltern stopfen die natürlich voll mit minderwertiger Nahrung, Süßigkeiten. Selbst in Joghurts werden so viele Zuckersachen angeboten. Also man muss wirklich drauf gucken. Die Industrie, wie man so schön sagt, they don't care. Denen interessiert das nicht. Aber allein, was umweltmäßig auch passiert, was wir alles reinwerfen an Plastik und Müll, wir nehmen es in der Form von der Ernährung wieder zu uns, sprich Fisch. Also man sollte da schon heute drauf gucken, wenn man auch im hohen Alter noch lang leben möchte und wenn man im hohen Alter auch fit sein möchte, muss man eben halt trainieren und was für seinen Körper tun.